Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Plugin-Tutorial von meinen Server Stariums. Diesmal schon wieder für das Tauni-Tutorial. Und zwar wurde ich darum gebeten, mal ganz, naja, tiefer, eingehender zu zeigen, was man mit dem Tauni-Tutorial alles noch so machen kann und im Besonderen, wie man damit einzelne Plots schützen kann. Ja, was da erstmal sehr wichtig ist, ihr müsst den Status eurer Stadt einsehen, wie gehabt, mit slash town. Wir sind ja hier Mitglieder, bla 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 bla. Und was da sehr wichtig ist, wo ihr Auge noch haben müsst, sind hier die Permissions. Build, Destroy, Switch, Item. Bauen, zerstören, benutzen, also Hebel, Schalter und sowas, ne? Switch gleich Hebel und Item, also Items benutzen und sowas alles. Und da steht hier mit diesen drei Buchstaben, wer da die Erlaubnis hat und wer nicht. Und das ist ganz einfach gehandelt. Hier bei Permissions bei Build ist R und A. R steht für Resident und A steht für Ally. In diesem Fall heißt es also, in dieser Stadt können Residents und Alliierte von der Stadt bauen. Also Bewohner der Stadt und Alliierte der Stadt können hier bauen. Hey, wake up. Genauso können sie auch hier zerstören. Und genauso können sie auch hier Items benutzen, Hebel benutzen und Knöpfe. Und genauso auch Items. Hebel und Türen und sowas können hier allerdings auch von O, also Outsider, benutzt werden. So, warum ich euch das jetzt alles erzähle, das hier ist sehr entscheidend darüber, ob eure Konfiguration für die Plots überhaupt einen Sinn macht. Denn wenn ihr hier bei Build für alle die Erlaubnis reingesetzt habt, dann ist es scheißegal, ob ihr irgendwelche Plots oder sonst irgendwas setzt. Wenn eh jeder in eurer Stadt bauen kann, dann bringt es auch nichts, da irgendwas zu schützen. Also sehr wichtig, achtet darauf, dass hier überall nur R steht, wenn ihr eure Stadt wirklich nur für eure Residents, für eure Einwohner zugänglich haben wollt. Oder eben auch noch ein A, wenn ihr wollt, dass eure Alliierten auch noch in eurer Stadt bauen können und sowas. So, wenn das alles gemacht ist, was ihr übrigens ganz einfach einstellen könnt mit slash town. Toggle, womit ihr übrigens auch eine ganze Menge einstellen könnt. Nicht nur hier oben eben die, ich habe gerade vollkommen Unsinn erzählt, Town Toggle ist eine vollkommen andere Sache. Kleiner Gedankensprung, Entschuldigung, ignoriert das einfach. Ich habe einen Pedo-Kopf, hahaha. Was auch immer das heißt, ich will es gar nicht wissen. Ignoriert einfach das Town Toggle, das kommen wir gleich zu. Nein, was wir nämlich brauchen ist Town Set Perm. Nutze Friendship Resident für die Grundstücksberechtigung, oder was auch immer da erzählt wird. Hier könnt ihr dann, wie gesagt, Town Set Perm, könnt ihr eben diese Option hier umstellen. Ja? Also Build, Destroy, Switch, Item. Ob andere oder nur Residents bauen können, zerstören können und so weiter. Einfach um das mal gezeigt zu haben, weil das Plugin, das Command doch ein bisschen kompliziert ist, auch wenn es hier eigentlich relativ gut erklärt wird. Town Set Perm nehmen wir für den Resident. Resident Build. Off. So, wir haben jetzt hier vorher gesehen, bauen ist erlaubt für Residents und Alliierte. Und jetzt nehme ich das raus. Und jetzt ist es nur noch für Alliierte erlaubt. Das heißt, ist natürlich ein bisschen Unsinn jetzt. Bewohner der Stadt können nicht mehr bauen, aber Leute, die mit der Stadt alliiert sind, können noch bauen. Ja, aber es sollte ja nur ein kleines Beispiel sein, um zu zeigen, wie man hier die Berechtigung umstellen kann. Das setze ich natürlich jetzt wieder auf On. Ich will nicht, dass die Leute hier in meiner Stadt nicht mehr bauen können. So. Damit könnt ihr also schon mal die Berechtigung für die gesamte Stadt umsetzen. Und was dann eben sehr wichtig ist, wo ich eben einen kleinen Gedankensprung gemacht habe, der nächste Schritt ist Town Toggle. Town Toggle könnt ihr auch nochmal eine ganze Menge umstellen, was ihr denn so in eurer Stadt an Einstellungen haben möchtet. Ihr könnt selber einstellen, ob in eurer Stadt PvP an sein soll oder nicht. Eigene Entscheidung. Ihr könnt einstellen sollen, ob die Leute sich zu eurem Townspawn teleportieren können oder nicht. Das betrifft allerdings dann alle, also auch die Mitglieder der Stadt. Wenn ihr das hier auf Wenn ihr Town Toggle Public eingibt, dann kann sich niemand mehr zum Townspawn teleportieren, außer der Bürgermeister und Leute, die spezielle Rechte dazu haben. Sprich der Kanzler, der Kriegsminister oder der Innenminister. Explosionen könnt ihr an- und ausschalten, wenn ihr in eurer Stadt selber mal irgendwas mit TNT rumbomben wollt. Feuer könnt ihr ausschalten, auch Mobs spawnen. Das kann man auch für einzelne Plots ausschalten, was sehr, sehr nützlich ist. Ein- und ausschalten. Ihr könnt auch ein Jail setzen in eurer Stadt. So viel zu Town Toggle. So, das waren jetzt erstmal die Town Permissions und das Town Toggle war schon eine ganze Menge, war wahrscheinlich auch schon ein bisschen kompliziert. Vielleicht gerade mal an der Stelle hier ein bisschen Pause machen, nochmal zurückspulen. Keine Ahnung. Wie auch immer. Jetzt kommen wir nämlich zu den Plots. Und zwar kann man mit Towny leider immer nur einen einzelnen Chunk, also einen 16x16 Bereich bearbeiten, in Anführungszeichen. Es geht leider nicht für eine individuelle Auswahl. Also es geht immer nur für die 16x16 Chunks. Die sind hier auch so genau angeordnet, wie sie vom Server her angeordnet sind. Ihr seht ja hier, das Grundstück geht bis hier, die letzte Linie Quarz. Wenn ihr mal hier schaut, die letzte Linie Quarz ist dann ganz genau hier. Also es ist wirklich hier ganz genau die Chunks gesetzt, wie sie vom Server Hey,
Map von der Mappe auch sind. Aber ist ja eigentlich Wumpe. Worüber rede ich hier eigentlich die ganze Zeit? Plots. Das wollte ich doch mal zeigen. Dazu geben wir einfach ein slash plot, Fragezeichen, und sehen dadurch dann sämtliche Commands. Slash plot claim. Nun, ihr könnt es so machen, dass wirklich jeder einzelne Plot geregelt ist in eurer Stadt, dass die Leute da wirklich nur bauen können, wenn sie dann auch den Plotter kaufen. Halte ich persönlich aber für groben Unsinn. Aber was schon sehr wichtig ist mit Plots, mit diesem Plot-Command hier, ihr könnt einzelne Plots eben dazu setzen, dass niemand mehr daran bauen kann. Außer euch selber. Das macht ihr dann einfach mit slash plot claim. Dieses Grundstück steht nicht mehr zum Verkauf offen. Dieser Bereich wurde nicht beansprucht, aber jetzt wurde er beansprucht, und zwar von mir. Hier steht noch herrenlos, wie ihr hier sehen könnt. Das ist ja das Towny-Grundstück hier und das ist jetzt ein herrenloser Towny-Chunk. Wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich TC 17. Ja, toll, danke. Naja. Wie auch immer, ich will den Plot ja nicht behalten hier. Nennt keine was auch immer da jetzt vollkommen rumspinnt. Von der Plot-Geschichte ist sowieso eigentlich nur, ihr könnt den Rest eigentlich getrost ignorieren, wenn ihr da nicht super komplizierte Städte basteln wollt. Was ihr eigentlich nur braucht, ist slash plot toggle. Damit könnt ihr nämlich für einzelne 16x16 Bereiche ziemlich interessante Sachen fummeln. Ihr könnt zum Beispiel in einem einzelnen 16x16 Bereich innerhalb eurer Stadt PvP anschalten. Sozusagen eine innerstädtische Mosh-Arena oder sowas könnt ihr da bauen. Ihr könnt in einzelnen Chunks Feuer einschalten und sehr wichtig für Spawner-Farm, wenn ihr eine Spawner-Farm innerhalb eurer Stadt bauen wollt, ihr könnt in einem Plot, in einem einzelnen Plot, ich habe ein bisschen Verwirrung hier, in einem einzelnen Plot Mobs anschalten. Also ich kann jetzt einschalten, dass überall in der Stadt keine Mobs spawnen, ne, mit slash oder Punkt Town Toggle. Könnte ich jetzt Mobs einschalten, das mache ich auch einfach mal, Mobs. Monster spawn ist in Town enabled. Das heißt, überall in Tor City würden jetzt hier Monster spawnen. Ja? Jetzt möchte ich aber nicht, dass es überall in der Stadt ist, sondern nur in diesem 16x16 Bereich. So stelle ich mich einfach hin, gebe ein Plot, Toggle, Mobs. So. Und wenn er das denn heute mal verarbeitet kriegt, wunderbar. Jetzt werden nur in diesem 16x16 Bereich hier Monster spawnen und sonst im gesamten restlichen Stadtbereich nicht. Das habe ich dann wieder ausgeschaltet. Ja, so viel zu den Plots, wie ihr damit umgehen könnt. Vielleicht, obwohl es eigentlich gar nicht zu Towny gehört, noch ein kleiner Tipp, wie ihr denn viel effizienter protecten könnt. Gründet einfach eine Faction und claimt dasselbe Gebiet, das ihr schon mal mit Towny geclaimt habt, und dann nochmal mit der Faction über. Ich weiß gar nicht, von welcher, wo ich gerade Mitglied bin. Aber ich bin gerade gar keine Faction-Mitglied. Wie auch immer, ich habe diesen Chunk hier mit Towny geclaimt, er ist Teil meiner Stadt. Die gesamte restliche Stadt ist so geregelt, dass jeder überall bauen kann, aber ich möchte nicht, dass in diesem Chunk jeder bauen kann, sondern nur Leute, von denen ich selber entscheide, dass sie hier bauen können. Dann gründe ich einfach eine Faction mit F, U, Name der Faction. Oh ja, da ich noch keine hatte, wurde sie jetzt auch erstellt. Gehe in den Chunk, den ich claimen möchte. Gebe ein F, Claim, O. So, das war jetzt sehr unklug, denn das war vorher Safe Zone hier, aber egal. Dieser Chunk hier ist jetzt von meiner Faction und gehört damit mir. Und es ist trotzdem noch Towny Claim. Wenn ich jetzt Towny Map gehe, sieht man, das Ganze wurde zwar mit Factions geclaimed, aber es ist immer noch Bestandteil von Towny. Also es ist beides gleichzeitig. Mit Towny und mit Factions geclaimed. Das sticht doch einigermaßen heraus. Ja, so schützt man seine Städte am effizientesten. Ich hoffe, es konnte jetzt irgendwie einigermaßen helfen, was ich hier die ganze Zeit versabbelt habe. Towny ist wirklich teilweise ein kompliziertes Plugin. Und es ist wirklich teilweise notwendig, dass man selber das eigene Gehirn schon ein bisschen anschaltet und versucht, sich da ein bisschen reinzudenken. Auch wenn es wirklich, wie gesagt, teilweise ein bisschen kompliziert gemacht ist. Aber nun ja. Ich hoffe trotzdem, das Tutorial konnte irgendwie helfen und hat irgendwie einige Mysterien gelüftet. Wenn dem so ist, dann setzt mir doch einfach ein Like dran, lasst ein Abo da, was auch immer. Wir sehen uns auf dem Server.